Und was ich auch wichtig fand, also das eine ist die Struktur, das andere ist, dass wir uns die Aufgaben ein bisschen teilen. Kennt ihr überhaupt ein paar koreanische Firmen oder Marken? Sony, Huawei. Sony ist Japan, Huawei ist China. Ja. Okay, Thema 2. Die Eltern, die 4 Kinder hat, wie shoppen die zu Hause? Ich frage an dich erst. Erklärst du mal deinen Tagesablauf? Ich stehe um 6 etwa auf. Und sie weg um 5? Und muss dann Frühstück machen. Mhm. Und dann frühstücke ich mit den Kindern etwa von 6:30 bis 7. Gibt es Frühstück. Und um 7 gehe ich dann auf Arbeit und ja, ich bin dann auf Arbeit bis etwa 5 Uhr. Bis 5 Uhr? Ja, dann komme ich wieder nach Hause, 18 Uhr, gibt es bei uns Abendessen. Okay. Ja. Und du gehst mit deinem Fahrrad immer, ne? Ich fahre mit dem Fahrrad auf Arbeit, ja, ich habe nicht so weit, ich fahre etwa 25 Minuten. Wie viele Kilometer ist das? Das sind 10 Kilometer. 10 Kilometer. Ja. Was machst du nach dem Abendbrot? So ungefähr nach 7 Uhr, ne? Ja. Nüsse knacken. Also im Winter wenig. Ja. Spielen wir oft oder ich lese etwas. Oder. Und im Frühjahr und Sommer mache ich viel. Ja, im Garten. Das ist im Garten zu tun, ja. Im Weinberg. Oder im Weinberg, genau. Ja. Da haben wir eigentlich immer was zu tun. Und wie viele Stunden musst du arbeiten in einer Woche? Ich arbeite in der Woche 40 Stunden, ja. 8 Stunden am Tag. Wenn der nach Hause kommt von der Arbeit mit dem Fahrrad, dann stellt er meistens das Fahrrad hin, sagt den Kindern Hallo, dann zieht er sich seine Arbeitssachen an und geht gleich in den Garten oder in den Weinberg. Im Sommer, ja. Zuerst schaut er noch, was zum Essen gibt. Ich frage selber Dinge an Lobo. Und wann stehst du auf? Mein Mann, der macht oft das Frühstück und dann darf ich so ein bisschen länger schlafen. Entweder stehe ich so um 6:45 mit ihm auf oder dann um 7 oder 6:45, lese zuerst ein bisschen Bibel. Mhm. Und dann räume ich auf und helfe noch den Kindern, falls sie noch irgendwelche Probleme haben, dass sie alle zum Bus kommen. Ja, dann ist es unterschiedlich. Ich arbeite einen Tag in der Woche im Kindergarten und dann fahre ich halt in den Kindergarten und arbeite dort oder ich muss einkaufen fahren oder muss etwas im Haushalt machen oder muss unsere Bibelgruppe vorbereiten oder im Garten etwas machen. Das ist sehr unterschiedlich. Und Mittagessen machen. Und nach dem Mittagessen dann machen die Kinder Hausaufgaben. Und das sind verschiedene Sachen. Manchmal muss ich die Kinder irgendwo hinfahren. Manchmal muss ich noch etwas. Jeder Tag läuft anders ab dann, weil ich halt. Sozusagen das volles Programm halt immer. Ja, es ist immer volles Programm, aber ich kann es nicht so genau sagen, weil jeder Tag anders abläuft und jeder Tag hat andere Herausforderungen. Und als Hausfrau ist egal, Hausmann oder Hausfrau, manche nicht, ob man arbeitet oder nicht. Aber wenn man nicht arbeitet, sieht man sofort. Ja. Noch eine Frage für euch beide. Wie schafft ihr mit 4 Kindern im Auge? Coole Kinder. So, ich. Manchmal fragen wir uns das auch. Aber wir haben tolle Kinder und wir sind froh, dass wir zusammen die Kinder erziehen können. Mhm. Und man muss manchmal einfach nicht so, man darf nicht so perfekt sein. Es ist wichtiger, dass man ein gutes Verhältnis hat und dass man sich lieb hat, als dass die Wohnung perfekt geputzt ist. Oder? Mhm. Es gehört sicher dazu, man braucht ein bisschen einen Rahmen. Also bei uns ist das vor allem feste Frühstückszeit und relativ feste Abendbrotzeit. Innerhalb von dem Rahmen erwarten wir auch, dass die Kinder helfen. Die Kinder, wenn die manchmal keine Lust haben, müssen sie trotzdem einmal was machen. Es ist uns wichtig, dass es nicht zu perfekt zugehen muss. Okay, dann. Wie habt ihr zu Hause gemacht in der Corona-Zeit mit Kindern? Ist schon anders als vor Corona, nur in der Corona. Ja. Also wir haben festgestellt, wir brauchen einen
eine Struktur. Ja, das braucht man. Ja, sonst wird die Struktur von der Schule vorgegeben, aber jetzt müssen wir sie vorgeben. Wir sagen, die Kinder müssen um 7 Uhr aufstehen. Mhm. Spätestens um 8 Uhr müssen sie anfangen mit Schulaufgaben. Um 8 Uhr fängt die Schule auch an, weil wenn sie erst später anfangen, dann, ach ja, ich habe noch keine Lust und dann wird es so spät und dann kann man nichts mehr machen. Mhm. Sie brauchen einen festen Anfang. Und dann machen wir 10 Uhr eine Pause. Mhm. Das haben wir Tea Time genannt. Es gab zwar nie Tee, es gab immer Milch mit Cover, aber das war immer schön. Da haben wir uns alle zusammengesetzt und. So wie Schulablauf. Oder? Nicht immer so 3-4 Stunden, aber das war schön. Und jede Kinder sind in einem Zimmer oder alles zusammen in der Küche oder im Wohnzimmer? Das hat nicht so gut funktioniert. Jeder war in einem Zimmer. Ja. Und wenn ich zum Beispiel Frieda etwas erkläre muss, dann stört das ja, dann, wenn ich dem was erkläre. Das war uns wichtig. Vormittags ist immer Schule, auch in der Corona-Zeit. Also vormittags kann man nicht sagen, ich habe keine Lust, ich mache es heute Abend. Vormittags ist immer Schule. Das Gute fand ich, wenn die Lehrer gesagt haben, die Schüler sollen anrufen, die sollen sagen, haben sie Probleme gehabt und so weiter, dann wussten die Schüler, ich muss heute etwas machen, weil ich meiner Lehrerin erzählen muss, was ich gemacht habe. Also wenn sie so eine Rückmeldung geben müssen, das fand ich gut. Und was ich auch wichtig fand, also das eine ist die Struktur, das andere ist, dass wir uns die Aufgaben ein bisschen teilen, also dass man sieht, wer hat wie viele Aufgaben und dass man auch sagt, ich kann das nicht alles machen, ich kann nicht es so machen, wie wenn die Kinder in die Schule gehen und dann mache ich den ganzen Haushalt. Mhm. Wenn die Kinder zu Hause sind, müssen sie ein bisschen mitmachen, ein bisschen mehr mitmachen, weil die Kinder immer da sind, das schaffe ich nicht sonst. Nee. Und dann mussten wir uns das ein bisschen einteilen. Das fand ich als zweites wichtig und das dritte war, dass wir auch schöne Sachen miteinander machen. Dass wir miteinander Fußball spielen, dass wir einen Film schauen oder dass wir miteinander etwas malen oder so. Ja. Ihr konntet mal beschreiben über Korea, einfach so, in eure Gedanken. Von also Korea denken, einfach was uns dazu im Kopf kommt. Riesige Metropole. Okay. Seoul. Ja, 11 Millionen plus. BTS. Also, sind sehr fleißige Menschen oder sie arbeiten sehr viel. Ja, mussten. Ja. Mhm. Und sind sehr. Also in Deutschland gibt es so ganz verschiedene Gruppen. Einen sind ganz rechts, die anderen sind ganz links, die sind ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Die einen haben solche Zöpfe, die nächsten. Und ich finde, die Koreaner sind alle ähnlich, so habe ich den Eindruck. Ja, wir haben gute Ersten. Oho. Ich verbinde mit Korea noch große christliche Gemeinden. Ja. Und dass sie ganz früh aufstehen zu beten. Ja, um 5 Uhr. Ja. Ich verbinde mit Korea noch Nordkorea und den Unterschied. Also was Kim Jong-un macht. An Technik denke ich, wenn ich an Korea denke. Ja. Kennt ihr überhaupt ein paar koreanische Firmen oder Marken? Sony, Huawei. Sony ist Japan, Huawei ist China. LG? Ja. LG ist ein Problem. Noch eine bekannte. Ganz bekannte. Samsung? Ja, genau. Okay. Aha. Ja. Ja, du bist unser Wirtschaftsexperte. Ja. Wenn ich mal an den Deutschland denke, ich sage drei Wörter, kann ich sagen. Erst Autobahn, ohne Geschwindigkeit, Wurst, Sausage, okay. Und Bier. Bier. Ja, Korea, Reis. Reis, ja. Kimchi. Und wenn ich mich Korea und Deutschland zusammen denke, ich denke nur Fußball-Moment. 2002 haben wir 1-0 verloren. Wir durften nicht zum Finale gehen, wegen Deutschland. Aber nach 16 Jahre später, haben wir revanchiert. Ja, so war 2-0. Ja. Okay, eine letzte Frage. Kennt ihr überhaupt über K-Pop, koreanische Lieder? Nur die Teenager? Ich kenne Leute, die das mögen und die das oft hören, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie gehört. Okay. Also BTS sagt mir was, aber ich höre es jetzt nicht. Ja.
Okay, das war, dass wir über Korea oder über die Eltern, die vier Kinder haben, darüber gesprochen. Okay, dann nächste Video wird koreanische Lieder zu lernen. Dafür habe ich zwei Lieder vorbereitet und dann nächstes Mal dann singen wir alle zusammen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Gerne. Ich habe auch noch vergessen, dass Koreaner sehr freundlich sind. Nicht immer. Teenager so interessiert. Also ganz, ganz viele, die allermeisten von meinen Freunden tun am Wochenende sich immer treffen und feiern zusammen und trinken ganz viel, also nicht immer ganz viel, aber auch ganz viel. Joghurt, Tee oder Kaffee oder? genau. Apfelsaft.